Hey guys. Hi. Hi. Wie geht's dir? Hi. Hi. Ihr könnt euch ruhig wieder anstellen und dann noch. Ja. Ihr wollt ja auch die Models so ein kleines bisschen aus der Ruhe bringen, sage ich jetzt mal, bei ihrer Performance, damit ich sehen kann, wie sie damit umgehen werden. Genau, ich glaube, es geht eher mehr um das Spiel mit der Kamera und ums Improvisieren, als jetzt um die Tanzchoreo an sich. Ich freue mich. Also können wir eigentlich starten, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Yay. Das wird cool. Ich glaube, die größte Herausforderung für die Models bei diesem Videoshooting wird sein, nach dem ersten Tanz in ihrer Rolle zu bleiben, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, wenn da wir fünf auf einmal auf sie zutanzen werden, dass sie von nicht überfordert ist, sondern eben souverän die Rolle weiterspielt. Oh Gott. Dankeschön. Also ich kann mir echt vorstellen, dass wir heute einen One-Take haben oder auf jeden Fall nicht viele Chancen. Mir ist es richtig wichtig, weil ich da echt perfektionistisch bin, vor allem wenn man das beim Üben die ganze Zeit so gut macht. Oh, fabulous! La la, Selma! Oh, wow. Geil, oder? Hi, Marilyn. Hello. Du siehst super aus. Ihr habt euch ja schon kennengelernt. Sehr gut aus. Es war total scheiße, dass ich Erste war. Ich hatte da gar keinen Bock drauf, weil ich halt wusste, okay, irgendwas wird passieren. Und ich werde es nicht wissen und alle anderen werden es schon wissen. So there won't be a break, there won't be a cut. Okay. Sieht super aus, ne? Die Treppen mit dem Kleid ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht. You start looking in camera and then as it moves around, okay, you're looking in the mirror. Okay, perfect. So we're trying to play the fantasy that that's a mirror. Okay. Cool? Yes? Feel good? Ja, dann war ich die Erste und wusste nicht, was passiert. Mal gespannt, wie sie das macht. Ready? Camera. And action. A kiss on the hand may be quite continental. Wo ist das Lip-Syncing? They don't do Lip-Syncing. She should be a Lip-Syncing. I'm like, where's the Lip-Syncing? A kiss may be. Ich habe richtiges Lampenfieber. Auf einmal war ich bei den Schritten nicht mehr sicher, ich konnte auf einmal den Text nicht mehr. Es war ein sehr durchwachsenes Gefühl in mir. Also ich wäre jetzt bereit für die Elevator Boys. War mir irgendwie schon klar, dass die Elevator Boys irgendwie sowas mit Tanzen machen und irgendwie wir mit denen ja interagieren müssen. Aber ich war total überfordert. Auf einmal kommen die so auf mich zu, so schnitzend. Und ich so, okay, was passiert jetzt? Ich habe einfach so versucht, so mich zu drehen, so Spaß haben. Ich habe da einfach so ein Gefühl so und es getanzt. Cut. Cool. So gut gemacht. So stark damit umgegangen. Ich war so aufgeregt. Glaub ich. Das war so schade. Auf einmal hier so. Ja, du bist aber direkt damit umgegangen. Okay. Stark. Aber mega gut gemacht. Dankeschön. Ja, also da wurde auf jeden Fall ein verstecktes Talent entdeckt bei mir. Hast du mitgesungen am Anfang? Ja. Nein. Hab ich nicht? A kiss on the hand may be quite continental. Okay, ich dachte, ich hätte mitgesungen. No, das ist so ein bisschen, warum singt sie denn jetzt nicht? Okay, krass, ich dachte, ich hätte gesungen, dann habe ich es total ausgeschaltet. Ja. Selma war jetzt ein bisschen confused, irritiert. Ich glaube aber auch, weil sie die Erste ist, es ist noch kein weiteres Model zuvor drangekommen, die dann backstage ihr sagt, wie es gewesen ist. Die Erste hat es immer ein kleines bisschen schwerer, würde ich sagen. She had the energy, she had the spark. Ganz, ganz leichtes Gesichtszittern, ja. Ganz, ganz minimal. Und das hat sie aber super überspielt, muss ich sagen. Ja. Danke dir, Selma. Und? Es ist halt mega schwierig, so auf alles zu achten, wisst ihr? Ja. Ja, und die Boys, es ist so geil, die stehen da alle so mit so Anzügen. Und die kamen dann so rein und haben so getanzt, haben mich so auf die Treppe so nach oben geführt. Und dann hat mir Bena so einen Heiratsantrag gemacht. Ich hatte Angst vor einem kompletten Blackout und das ist nicht passiert und deswegen bin ich noch glücklich. Ich bin ein bisschen nervöser als sonst, weil es halt nicht ein Shoot ist, sondern du musst singen, tanzen, das muss gut aussehen, du musst elegant sein und die Treppen.
Wen haben wir denn hier? Die Coco. Hallo. Hi, Coco. Are you a fan of the Elevator Boys? Do you know them? I know them, but I wouldn't call myself a fan. Yeah. Oh, das war nicht nett, ne? Vielleicht können wir ja jetzt überzeugen. Ja, eben. Ja. Oh, das machen wir. Geben unser Bestes. Ab heute Fan. So if you could stay in character now, like just start giving me some looks into camera, doing your makeup, looking great, and action. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand. Ich finde die Choreo ist sehr tricky. Ich hatte immer ein bisschen Probleme mit Choreos merken, weil ich mir die nie merken musste, weil ich nie allein getanzt habe. Singen. Was ist singen? Singt nicht What mehr. Happened? Best friend. Looks scared. Yes. And not joyous. Ich würde gerne rückgängig machen, dass ich so nervös war. Allerdings kam die Nervosität tatsächlich auch durch die Jungs. Und dass sie da waren, hat es für mich tatsächlich einfach nur schwieriger gemacht, gut zu performen. Cut. Wolltest du ihm deine Nummer nicht geben? Nein. Nein. Ist dir das aufgefallen, dass du am Ende des Marilyn Monroe Songs nicht mehr mitgesungen hast? Ich habe die Choreo vergessen. Dann ist alles bei mir durchgegangen. Ah, okay. Was ich dir mit gerne auf den Weg geben würde, ist, hab einfach ein bisschen mehr Spaß. Du singst es zwar und du machst die Schritte und du tanzt dabei, aber so dieses Wow, ich möchte so sein wie sie. Das fehlt mir so ein kleines bisschen. Ich fand dein Gesichtsausdruck manchmal ein bisschen leer. Ich hätte gern die Freude in deinem Gesicht gesehen. Das ist dein Moment, das ist your time to shine. Jetzt lachst du, weißt du? Du hast es. Zeigst du, zeigst der Kamera und zeigst auch uns. Yeah, like where was that in the performance? Because that's the spark we need. We want the best version of you on camera. Ich danke dir. Danke euch. Thank you. Tschüss. Ciao. Ciao. Man muss nicht der größte Fan von ihm sein, aber gib uns am Set das Gefühl, wir sind jetzt ein Team. Das wir geben, genau, wir machen zusammen das beste Produkt. Also ich war so nervös, dass ich dann einfach auf der zweiten Stufe einfach die Choreo vergessen habe. Ja, ich finde auch die Interaktion zwischen Model und uns hat ein bisschen gefehlt. Die Elevator Boys, die haben den Spark nicht gesehen, so die in meinen Augen, dieses Lächeln. Und dann, als ich mit denen geredet habe, meinten sie, wo ist der Spark, den du hast, wenn du redest? Dieser Funke, der muss da sein.